Hallo, meine Lieben. Ja, es ist soweit, lang ersehnt, viel drum gekämpft. Beginn einer neuen Ära bei mir hier auf meinem Kanal. Mirabilias. Ja, da ist das gute Stück. Ich liebe es, auch wenn ich es nicht sticken kann. Ich werde mir das hier eventuell dann an die Wand einrahmen und aufhängen, weil es auch so schön ist. Ohne Garn, ohne Perlen, einfach nur wie eine Postkarte. Wie man unschwer erkennen kann, habe ich es hier aufgemacht, weil ich wollte das hier nicht beschädigen. Ich habe einen sehr respektvollen Umgang mit meiner Legende. Nein, es geht darum, dass ich das echt nicht beschädigen wollte und meinen Stoff für euch vorbereiten wollte, damit die lange Zählerei hier nicht unsere Stunde vergeudet. Ich glaube, so lang wird dieses Video. Ich hatte im letzten Video, wo ich das Unboxing, also das gekittete Set, vorgestellt habe, hatte ich euch zwei Stoffe vorgestellt, die ich mir Precuts bestellt hatte. Die waren wirklich schön. Die meisten von euch, Dankeschön für eure Tipps, waren wie ich auch der Meinung, dunkleren Stoff zu nehmen. Allerdings hat die liebe Vicky uns einen Strich durch die Rechnung gezogen, weil sie hat eine tolle Händlerin. Diese Händlerin ist auf Etsy vertreten. Sie hat mega Stoffe. Mika Stitch heißt es. Sie ist auf Etsy. Ich werde den Shop auch verlinken. Sie hat sich für ihre Mirabilia oder Bella Filippina Stoff bestellt. Das, wo ich dann direkt reingeschrien habe, oh, das passt super zu meiner Gypsy. Ja, und das war 2 Tage, bevor ich dann wieder zurück nach Türkei fliegen wollte. Oh, hätte ich das gewusst. Und dann hat die Vicky dann nochmal Korrespondenz mit der Mika Stitch gehabt und hat sie gebeten, es an meine Adresse zu senden. Und sie hat sich den Stoff erneut färben lassen. Dankeschön, liebe Vicky. Aber Mika Stitch, Leute, es ist keine Werbung. In dem Sinne, ich wurde nicht bezahlt. Es ist selbst gekauft, aber super. Kooperativ, die Dame geht auf jeden Kundenwunsch ein, ist sehr flexibel. Also ich zeige euch den Stoff, den ich so toll fand. Ich weiß nicht, ob ich es hier in der Kamera einfangen kann. Also schaut euch noch das Original mal kurz an. Ich habe gedacht, dieser Stoff, Moment. So, das musste jetzt sein, das ist der Bruder meines Mannes gewesen. Mein Mann hat sein Handy hier im Zimmer gelassen. Den musste ich eben zurückbringen. Ich weiß es halt nicht, ob ich das hier so einfangen kann. Ich setze mal meine Brille auf. So, gucken. Ich habe da auch noch Nadeln. Seht ihr? Ich versuche mal mit Blitz. Ja. So kann man es farbecht erkennen. Seht ihr das? Also dieser Stoff hat mich umgehauen, wirklich umgehauen. Schaut euch, es funkelt und glitzert wie verrückt. Wie verrückt und es passt wie Arsch auf einmal. Wikis Spruch. Also ich kenne den Spruch natürlich, aber das hat sie letztens zu mir gesagt. Passt zu meiner Gypsy Queen. Was sagt ihr? Ist der geil oder ist der schön? Oh, der ist auch super geschmeidig. Ja, wie dem auch sei, ich lasse es mal direkt an. Ja, also ich verlinke euch den Shop für eure zukünftigen Mirabilias oder Teilbilder oder Bella Filipinas oder Samplers und was weiß ich. Schaut nicht da rein, dass ihr werdet euch pleite kaufen. Der nächste Lohn geht auf Stoff. Also es ist eine Dame aus NRW, soweit weiß ich. Ich hatte nur 2 Tage, den Stoff hatte sie innerhalb 2, 3 Tagen gefärbt. Das war ja schon fertig, wo ich es gesehen habe und gedacht habe, ich muss den haben, ich will es haben.
Aber war schade. Ich hatte mir gedacht, so eins hole ich mir für etwas anderes. Aber dann hat die Vicky das gesagt und was war los? Am nächsten Morgen hatte ich es im Briefkasten. So schnell ging es, ja. Ja, ich habe mir das auf jeden Fall. Jetzt kommen wir mal zum Grundthema. Ich habe jetzt lange gequasselt. Ich habe solchen Respekt hier vor. Also die Legende besagt, unser Motiv, ich musste erstmal hier fachkundig mich schlau machen auf der Legende, unser Dingens ist eigentlich zu sticken auf 32 Count, alternativ dazu 14 Count, ich habe hier 32 Count und Stiche sind 171 mal 286, 2 über 2. Ja, 2 über 2. Was habe ich gemacht? Ich habe also 171 mal 286. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Ich habe nicht nach Hilfe geschrien erstmal. Nur wenn ich hatte das zerknüttelt in meinem, das war nicht so, glaubt nicht, dass das so angekommen ist. Es war in dieser Projekttasche und es hat einen Flug hinter sich. Das wird natürlich so eingerammt und dann sieht man nichts. Ich habe meinen Stoff mittig gefaltet. Ja. Ich habe ab der Mitte 286 nach oben gezählt. 171 hier von der Mitte aus nach links gezählt. Ich werde ein bisschen weiter hier anfangen, sicherheitshalber. Ja. Warum? Weil es 2 über 2 ist. Ich gehe mal davon aus, was normal ist, dass ich statt 171 342 nehmen muss und statt 286 572 nehmen muss. Doppelt, weil 2 über 2. Logisch. Eigentlich hätte ich Raster gezeichnet. Ich sagte nicht umsonst letztens, es ist ein Jungfernprojekt. Alles das erste Mal. 32 Count. Oh Gott. Ohne Raster, oh Gott. ich habe, ja, das ist alles für mich Neuland. Neuland. Beim Einstechen und Markieren habe ich den doppelköpfigen hier genommen. Die Nadel, wo das Öhr in der Mitte ist. Wenn ich mich ein bisschen auskenne, werde ich es mit euch testen. Aber die Stärke, die passt hier rein. Da habe ich auch nachgeschaut, als ich hier und es rausgezogen habe, waren nicht so große Löcher. Also nicht große Löcher. Ja, und ich habe es verglichen mit den DMC-Nadeln halt. Es entspricht 24, ja, 24, zwischen 24 und 26er Größe ist das irgendwas. Aber eher 24, denke ich. Was wollte ich jetzt machen? Ja, die goldene Mitte, aus der Mitte heraussticken. Ja, ich bin jetzt aufgeregt. Was ich beim Durchstöbern meiner Teile hier mir aufgefallen ist, ich habe, also wenn ich die goldene Mitte, ich darf die Legende ja aus Respekt zum Designer nicht zeigen. Aus der Kontrolle, jetzt kommt's. Die goldene Mitte, wo bist du? Hier ist die goldene Mitte. Ich muss 10, 20, 30, 40. Liebe Gott. Zählen. Und beginnen muss ich mit. Ich mache die ersten Stiche mit euch, ja? Mit Rechtsdreieck. Rechtsdreieck ist. Moment. So kann ich es dir zeigen. Mensch, ich bin so aufgeregt, dass ich hier die Rechtsdreieck, also 838 muss ich anfangen. Jetzt kann man das sehen hier. Zoom doch mal. Was ist mit meinem Handy los? So, 838 ist hier rechts unten Dreieck. Ich habe hier halt meinen Kartenorganizer nicht mitgenommen. Den muss ich weit weg tun, weil ihr seid schön richtig rausgezoomt. 838 ist
ungefähr kann ich mir das vorstellen. Habe ich richtig? 838. Und eine Nadel brauche ich. Das ist. Oh, das, welche Größe ist das denn? So, mit dem Tipp von der lieben Vicky habe ich das auch hier gefunden. Ist auch von DMC. Da ist auch markiert DMC drauf. Wollte ich es auch testen. Aber ich muss eine andere Nadel nehmen, glaube ich. Der ist viel zu dick hier. Der ist ja Hammer. Aber zu Beginn wollte ich nicht direkt Dings nehmen. Wie heißt das? Was sind das für dicke Nadeln hier? Das doppelseitige wollte ich nicht zu Beginn nehmen, weil ich bin momentan zu aufgeregt. Ich kann es außerhalb der Kamera ein bisschen mal ausprobieren fürs nächste Video. Und dann schauen wir einfach mal, ob es denn klappt. Ich habe jetzt 28er oder so. Ja, der ist aber auch ziemlich kurz hier. Oh Gott. Wo ist meine Nadel? Da, meine Schere. Ich muss jetzt so nehmen, leider. 2/2 sagen die. Ah, hasse ich ja wie die Pest. 2/2. Rest muss ich drauf wickeln. Ich werde mir aus einem Shop einfach sowas holen oder mit einem Locher hier auf dem Karton, damit ich merken kann, dass es 838 ist. So, einmal. Ich hoffe, ich habe richtig gemessen. Oh, stellt euch vor, ich mache die Hälfte fertig und oben reicht die Markierung nicht. Mittig anfangen. Ja, ich nehme hier relativ kurze Fäden. Warum? Weil ich nicht eine Farbe durchweg sticken werde. Es geht um einen Anstich. 838 Dreieck unten Mine. Also das brauche ich ja nicht reinzoomen. Ne? Ihr wisst, wie man einfädelt, aber ich nicht. Habe ich das Ding beim Öffnen beschädigt? Leute, ich bin mega aufgeregt. Moment. Ich bin zu blöd, um so einzufädeln. Das wird ein toller Start. Also, ja. Klappt nicht, ne? Riesenloch hier vom Einfädler. Ich hasse es, wenn diese Dinger hier kurven. Seht ihr das, wenn die so gehen? Deshalb mag ich auch diese Wickelkarten nicht, weil da hat man öfters diese Welle drin, diese Locke. Viele lieben es, ich mag die nicht. Die Wickelkarten. Ist schön ordentlich damit zu sortieren, zu organisieren, aber zum Sticken, wenn man von der Wickelkarte abwickelt, hat das Ding. So, endlich geschafft. Loop Stitch. Pin Stitch heißt das, ne? Ne, Loop. Also, Moment. Ich nehme diesen Rahmen erstmal. Vorübergehend. Mein Lovery Stand habe ich auch nicht aufgebaut. Egal, es geht um ein Anstick-Video. Und, wo ist mein Needleminder? Alles fehlt. Super organisiert für ein Video. Hauptsache, ich habe meinen Stoff gezählt. Ich setze euch auf Pause, stecke es eben so ein, dass ich hier die Mitte in der Mitte habe. Ja, und dann machen wir weiter. Wisst ihr was? Ich habe mich anders entschieden. Ich nehme euch mit zum Einrahmen. Ich nehme euch einfach mit. So, ich muss hier mal... Also, das hier ist aufgeschraubt. Ich finde die Dinger auch mega. Aber lange habe ich nie damit gestickt. Von unten kann ich leider nicht sehen, ob es mittig ist. Also drehe ich mal runter. Oh Gott. Ja, dann kann ich das halt nicht sehen. Dann ist es so. Hauptsache, ich kann das mittlere erkennen. Kann man es auch so erkennen. Ja.
das die Mitte. Ja, die Nadel kann ich wegnehmen hier. Die Nadel kann raus. So, so, ja, kann man sagen, mittig. Ich weiß nicht, ob ihr alles sehen könnt gerade. So. Boah. Vielleicht lasse ich es auch hier drauf. Ich weiß, momentan weiß ich echt nicht so viel. Die Zeit wird es uns verraten. Ohne Rastermine, wie willst du das machen? Jetzt wird hier rumgeschraubt, damit es richtig eng ist. Ja, diese dünnen, eckigen Rahmen, die sind gut für solche Projekte überhaupt. Aber Leute, die sind auch gut für den Lavery Stand. Nein, es ist nicht stramm. Ich habe auch Angst zu ziehen weiter. Ich will meinen Stoff nicht beschädigen. Und ehrlich gesagt kenne ich mich nicht aus. Der ist nicht richtig stramm. Der ist nicht... Also, der ist voll zu locker. Verglichen mit einem anderen Stickrahmen ist der locker. Der hat die Löcher nicht gedehnt, gar nichts. Egal. Nach meiner Ankunft in Deutschland wird es anders sein. So, aber jetzt muss ich zählen. Und da will ich nicht, dass ihr so lange warten müsst eigentlich. Aber ihr wollt es bestimmt auch sehen, die, die noch nie Mirabilia gestickt haben, wie ich. Ich kann euch auch zoomen jetzt wieder. Mal gucken, ob es damit die Farbe besser ist. Total hell, ich weiß, sorry. So, ich zähle gleich mit euch. Moment. 10, 20, 30, 40, 50. 20, 30, 40, 50. Ich muss ja jedes zweite als einen Punkt zählen, ne? 50, 2, 4, 5. Oh Gott. 2, 4, 5. 10, 20, 30, 40, 50. 55 freie Felder und ins 56. Also 110. 55. 55, 110 freie Felder. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So zähle ich weiter. Ich mache euch auf Pause. So, ich habe mal 110 gerechnet. Hier bei 110 habe ich eingestochen. Und muss hier eigentlich, ich mache mal ein bisschen so, damit ich das gleich wieder sehe. 110. Weil ich sticke immer so von links, oh, ist schlimm, von links nach oben rechts und dann wieder, ja, aber hier müsste ich bitte anders machen, aber das ist meine Gewöhnung, weil ich müsste ja nach rechts sticken. Wird schon, man sollte ja jedes Kreuz für sich sticken, muss man ja nicht, muss man ja nicht, ich habe gerade keinen Verlaufsgarn. Gucken, 110. Ich gehe mal so, das müsste dann 110. Blablabla. Mine, komm, mach. Mach jetzt. 110. So, das ist mein Startpunkt dann. Ich will ja einmal einen Loop Stitch hier hinlegen. Oh Gott. Mine, verliere nicht deinen Startpunkt. So. Eingerahmter Stoff geht schlecht. Ich bin verrutscht, ich weiß. Egal, jetzt wäre... Ich wollte das wie beim Perlensticken machen. Aber Schitte drauf.
Egal. Dann ist es so. So. Es ist ein bisschen zu wackelig. Den Loop Stitch. 1, 2. 1, 2. Haben wir gemacht. Erstes Kreuzchen. Sieht ein bisschen unsauber aus, egal. Erstes halbes Kreuzchen. Was erzähle ich da? Ich habe Mist gebaut. Ah. Es waren drei Löcher gerade. Fängt ja gut an. Dafür war mir das Kreuzchen zu groß. Eins, zwei. Müsste hier sein, ne? Eins, zwei. Ich habe hier eingestochen. Eins, zwei. Ja, war richtig, glaube ich. Weiß ich jetzt auch nicht mehr. So. Wohin geht denn die Reise? Erstmal gucken. Zwei so und eins oben. Okay. Ich werde ein Foto machen mit meinem iPad. Jetzt habe ich es wieder vergessen. So, eins. Gleich merken wir, ob das ein Fehler war hier. Zwei. Yeah! Erstes Kreuz sitzt. Nein. Und dann links 2, 4, 5. 2, 4, 5. Ein zweites daneben. Okay, und einen darüber. Gut, war blöd gedacht jetzt von mir. Dann mache ich das jetzt rückwärts. So, jeder, der jetzt Gypsy zu Hause hat, guckt auf seine Legende, wie blöd Mine sticken kann. Dieses hoch runter mit der einen Hand, wenn man seinen Stickständer nicht benutzt, ne? So, eins. Hier wären wir sonst, dann eins. Bitte gönnt mir die Zeit. 32 Count, Leute. Ich bin total überfordert. Und dann ist es so ein Projekt. So ein Projekt. So ein Projekt. So. Egal, so oder so. Mine sagt immer so, so. Ja, sieht schon mal sehr schief aus. Gut gelungen. Also im Fehler machen. Einen runter und drei rechts. Alles klar, wir haben es verstanden. Gut, danach nehme ich eine andere Farbe mit euch. Also die, was wollte ich sagen? Die Mirabilia-Videos, die werde ich Mirabilia, nee, Gypsy, Mirabilia Gypsy nummerieren. Eins, zwei, ins jede zweite Loch. Mirabilia Gypsy 2, Mirabilia Gypsy 3 und so weiter, wenn ich da Videos mache. Oder Mirabilia Todesdatum, wenn ich es aufgeben sollte. The End. Rest in Peace. Ja, dann habe ich heute kurz, was ich noch ansagen wollte, was heißt Ankündigung? Ankündigung ist es auch nicht. Ach so, bemerken wollte. Ich habe heute ein Video von der lieben Tanja gesehen. Tanja stickt. Sie hat auch bei Temu bestellt. Temu ist wirklich gerade im Umlauf. Keine Werbung. Weil ich bin auch seit 3 Tagen damit beschäftigt, mir Sachen auszusuchen. Meine Tochter, Halbtochter, die hat, also die Tochter meines Mannes,
hat dreimal schon da bestellt und sie ist sehr überzeugt von den Produkten und der Lieferung. Also, aber man soll 2 Wochen mitrechnen. So, und hier zweimal oben leer und dann zwei volle, zwei voll, zwei leer, zwei volle. Aber ich suche und suche und suche. Man darf sich da ja teilweise auch Geschenke aussuchen und so weiter und so fort. Nur, da ich jetzt momentan nicht da bin, aber ich muss das denen nachher ein erstes frei, zweites frei, drittes, so. Habe ich es auch nicht so eilig mit der Bestellung. So, eins, zwei. Ich werde mir das Ding gleich irgendwo hinparken. Die 838. Und eine andere Farbe mit euch nehmen. Also die Mai, ach so, was ich noch sagen wollte, ich bin auch so happy, weil ich weiß, manche von euch haben kein Facebook und kennen sie leider nicht so gut. Aber die meisten von meinen Zuschauern kennen sie, allein schon aus unserer Facebook-Gruppe. Meine liebe Admina und Freundin Vicky, wo ich immer gesagt habe, Background-YouTuberin. So. Ich gehe mal damit. Ich parke es mal. Wie soll ich denn parken? Oh, wie parkt man nochmal? Ich habe noch nie geparkt, Leute. So, ich führe das mal jetzt irgendwo hin. Erstmal brauche ich das nicht. Lasse es mal hier. Moment. Ja, weil ich nach unten hinsticken werde. Soll ich das ausfädeln, richtig, vernünftig? Ja, mache ich mal. Guck mal, wie locker das ist. Das ist doch ekelhaft. So stickt man doch nicht. Also über die Spannung des Stoffes bin ich traurig. Muss ich ehrlich sagen. Ich muss den Ring. Das ist meine Aufregung gewesen. So, ich lasse es. Ach Gott. Jetzt habe ich es durch die zwei Fäden hier durchgezogen. So, 838, das wickele ich gerade mal eben auf die Docke. Also meine Nadel ist ja mal kacke. Ich teste gleich mit euch das andere. Soll ich jetzt schon testen? Was meint ihr? Auf jeden Fall, meine liebe Vicky ist jetzt YouTuberin geworden. Vicky hat einen YouTube-Kanal. Den werde ich euch auch verlinken. Ich wollte es im nächsten Video sagen, weil ich habe ja die Sommerloch-Challenge bestanden und habe ja die liebe Antje und die liebe Vicky nominiert gehabt. Und ich wollte halt darüber ein Video machen und ich euch da erstmal verlinken. Natürlich werde ich das da auch machen. Aber ich verlinke es bereits in diesem Video und ich empfehle sie euch ans Herz zu legen, weil ihr werdet, wenn ihr diesen Kanal mögt, werdet ihr das andere lieben. Sie hat eine breite Palette an Projekten, tollen Projekten. Moment. Und ihr würdet was verpassen. Also wie meine anderen Kollegen hier auf YouTube. Die wird groß durchstarten, die liebe Vicky. So, jetzt muss ich mal hier wieder schauen. Was ist das denn für ein Zeichen? Ein Kreis mit einem Plus drin. Ein Kreis mit einem Plus drin. Ich sehe es nirgendwo. Ein Kreis mit einem Plus drin. Ach, da. Oh, wieder eine dunkle Farbe. 918. Sorry, ich wollte es ein bisschen bunter machen. 918. 2 und 3 und 2. 2 und 3 und 2. 918. Ja.
2 und 3 und 2. 918. Ja, ich gratuliere für den YouTube-Start meiner lieben Vicky. Und lasst einen schönen Gruß da, dass ihr von meinem Kanal kommt. Sie wird sich sehr freuen. Ich natürlich auch. Wenn ihr meiner Empfehlung folgt. Warum habe ich kein 918 hier? Corinna, Vicky und alle anderen. Stitchy Mama, ne? Könnt ihr mir glauben, dass ich im Moment mich nicht erinnern kann, wie 918 aussieht? Da. Ich konnte mich echt nicht an 918 erinnern. DMC-Farbe. So, machen wir mal nicht zu lang. Das ist die 918. Diese Haarfarbe will ich mal haben. Gefällt mir sehr. Aber ein bisschen dunkler, ein Touch dunkler. Und, Moment, 1. So. Ja. Und dieses Whisper, ne, ist in meinem zweiten Mirabilia auch vertreten. Hätte ich das gewusst, hätte ich Whisper gar nicht mitbestellt. Weil man sagte mir, die liebe Stitchy Mama hatte mir gesagt, du kannst auch alternativ dazu DMC nehmen. Aber wäre was Tolles. Ich werde es testen, aber ich kenne mich. Wenn mich etwas am Anfang so schockiert, nichts gegen Whisper, ne? Mag sein, es hat andere Effekte. Ich muss erstmal den Effekt mir anschauen bei anderen Stitchy Mamas. Bei anderen Mirabilias, ob es wirklich wert ist, sich damit durchzukämpfen oder ob es dieses Effekt auch verzichtbar ist. So. Ach Gott. Jetzt geht's weiter. Geht's heiter weiter. Holla die Waldfee. Also dieses Hin und Her nervt mich ja wirklich, ne? Unten, oben. Ich muss die Legende sehen. So. Jetzt habe ich die andere Seite. Die Legende ist ja in zwei geteilt. Ich habe natürlich die andere Seite. So, dumm gelaufen. Ich weiß, ist kein tolles Video, nicht so abenteuerlich, nicht so lustig. Aber ich kann nicht lustig sein, wenn ich mich konzentrieren muss. 2 und 3. Gut. Habe ich auch richtig gesehen. So, Moment. Da bin ich wieder. Wollt ihr überhaupt Blitz haben? Ich habe hier gerade Blitz an, wie ich sehe. Aber das Licht ist doof hier. Es ist zu sonnig. Und dann lässt es dunkel wirken. So. Nicht wackeln. Ich meine, Tisch ist unstabil. Das ist so ein Campingtisch. Wisst ihr, was ich überlege gerade? 3 einfache Kreuze mit der anderen Nadel auszuprobieren. Oh, komm, Mine. Viel kann ich ja nicht falsch machen, oder? Ich teste das mal jetzt.
einfach mal testen. Das ist die Nadel, die ich meine. Ja, es ist mega rangezoomt, ne? Oha, da passt auch das größte Einfädelteil Haken durch. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen riesen Fehler. Hallo? Ja. Jetzt ist Neuland wieder. Wir haben ja gesagt, Jungfernprojekt. Gucken. Jetzt gucken wir mal ganz gespannt. Rein. Ah, da muss ich ja wieder so raus. Ah, muss nicht komplett durchziehen, ne? Und dann hier raus. Gucken. Aber sieht ein bisschen komisch aus. Und das Öhr ist zu groß. Also man zieht den Faden nur einmal durch. Bin ich falsch rausgekommen? Moment. Ich habe euch zu nah rangezoomt, glaube ich. Ja, Loch ist zu groß. Aber, weil ihr seht gerade den Stoff durch so. Ich will es ja testen. Für diesen Stoff ist es wahrscheinlich nichts. Und dann hier raus. Sorry. Höchste Konzentration. 1, 2. Und dann, wisst ihr, was ich unten mache, dummerweise? Ich muss mir mal Videos darüber anschauen. Das Problem ist, die gibt es nicht. Wenn ich so mache, ich muss da trotzdem von unten greifen. Geht ja nicht anders. 3. Aber dann hier zählen. 1, 2. Ich spare mir die Zeit, wo ich das von unten rausziehen muss. Aber wer hatte mir in den Kommentaren geschrieben, man piekt sich oft in den Finger. Also, das stelle ich mir auch so vor. Aber bis jetzt habe ich erstmal nicht durchgepiekst. Aber Gewöhnungssache, ne? Gewöhnungssache. Vielleicht nicht bei 32 Count. Aber für 25 Count, was ich demnächst nur noch Kreuzstick machen will. Seht ihr, ich bin immer mit der Nadel so. Übung, die macht der Gewohnheit. So, 3. Ne, das ist die Macht der Gewohnheit. Und bei 32 Count habe ich Angst, mir den Stoff zu versauen. Und das Öhr natürlich hier ist viel größer, aber die Kreuze sehen gut aus. Ich mache mal die letzten 2 mit euch hier dran. Dieses und jenes. So. 1. Nee, ich muss es üben. Alleine für mich mal üben. Ich habe auch Angst, weil das Öhr zu der Nadel von vorhin ist viel größer. Oder mir kommt es nur so vor. Aber das mit einmal ziehen, das ist ja perfekt. Und ich habe falsch gemacht. Ich bin ein Loch zu weit gegangen. Ich wechsle direkt um. Also für 25 Count perfekt, würde ich sagen. Für 32 Count Übungssache. Wenn man lang genug mit 25 Count und anderen Count-Stoffen darauf gestickt, damit gestickt hat, ist es
blendend, besonders bei Hintergrundsticken, Einfarbesticken, halbiert man wahrscheinlich die Zeit, die man dafür braucht. So, aber die Macht der Gewohnheit lässt mich hinten fast immer die Nadel umdrehen wieder. Und dabei muss man nur gerade rein, gerade raus. Daran muss man sich erstmal gewöhnen. So, ich mache jetzt ein bisschen ohne euch weiter. Ich hoffe, mein Anstick hat euch Spaß gemacht. Ich guck mal eben, wie viele Stiche waren es denn jetzt? 5, 10, 15 Kreuze haben wir gemacht. Und hauptsächlich diese Farbe kommt vor. Okay. Ihr werdet demnächst, Moment. 1, ja, und dann 2 und dann nochmal 2. Komm, mache ich noch weiter mit euch. Mein Tisch ist auch falsch hier. Es wackelt zu sehr. Ihr werdet in den sehr nächster Zeit, in den nächsten paar Tagen, ein neues Unboxing-Video bekommen. Den habe ich aufgenommen, als ich in Deutschland war. Mal gut, dass es so war, weil ich habe das Teil nicht mitnehmen können, hab's gehofft, für mein Back to Life Projekt. Es ist was Gigantisches und ich wünschte, ich hätte das mitnehmen können. Viel kann ich jetzt nicht dazu verraten. 1. Oh, das vergesse ich. 2. Das Produkt, ich habe keine genauen Eckdaten dazu im Video nennen können, weil die werden gerade im Online-Shop eingepflegt. Und ja, im Video sage ich zwar sehr bald im Online-Shop erhältlich, aber wir haben uns darauf geeinigt, sobald es im Online-Shop drinne ist, werdet ihr das Video hier auf meinem Kanal sehen. Es handelt sich um eine Kooperation, soweit kann ich euch verraten, und es ist was ganz Neues. Das so gibt es noch nicht in unseren Online-Händlern, wo wir gängig bestellen. Auch dazu zählt auch Casa Senina, 123 Street, Stitch oder Art Design oder Gecko Rouge oder Heaven and Earth. All bei all denen gibt es das so auf diese Weise nicht. Man müsste es aus dem Ausland bestellen, wo man ewige Wartezeiten hat, Verzollungskram hat und so weiter und so fort. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie stolz ich auf das Teil bin. Ihr glaubt es nicht, ich habe 2-mal davon geträumt. Ja, viel darf ich auch nicht verraten, ne? Und es wird für uns, glaube ich, unverzichtbar. Also für mich ist es schon unverzichtbar geworden. So, 2. Ich habe es drüben getestet. 2 Tage durfte ich es testen. Und dann musste ich ja fahren oder fliegen. 1 nach rechts, nochmal 2. So. Ich rede jetzt in dieser Stimmlage, weil ich konzentriert. Vielleicht kann ich im nächsten Video schon hier Freudensprünge machen und singen und tanzen, Folklore tanzen. Nein, ich werde bis zum Ende hier Angst und Bange haben, ob ich denn alles richtig mache. Und auf meine ersten fremden Stiche bin ich gespannt.
wie man die Perlen dran macht und so weiter. Die liebe Stitchy Mama, Corinna, Vicky und ihr anderen, die zu mir geschrieben haben, du Mine, du wirst es packen. Ich bedanke mich sehr für euer Vertrauen, was ihr in mir, was in mir habt, zu mir habt. Weiß ich nicht, wie das richtig heißt. Aber ich selber, ich denke, Mine kämpft darum. Ich weiß, meine YouTube-Kolleginnen und die, die kein YouTube machen, die würden mir direkt weiterhelfen. So gut sie können, eventuell auch Videos extra für mich machen, damit ich kapiere, wie das funzt. Aber ich will Legenden lesen lernen. Darum habe ich niemanden was geschrieben und habe mir gedacht, so, wenn es dir total außerirdisch vorkommt, das, was sie da erklären wollen. Zwei. Da sitze ich jetzt und überlege, was habe ich hier falsch gemacht? Ja, komm, den dritten machen wir auch. Dann schreist du um Hilfe, dann helfen sie dir auch schon. Eins. Zwei. Guck mal, wie fleißig ich bin. Ich werde bestimmt noch nach Hilfe schreien. Mein Problem ist auch hier zum Beispiel, dass ich keine Raster drauf habe. Ich habe keine Orientierungslinie. Daher werde ich nicht so weit springen, wie Celines Sticksalon es sagt. Ich muss mir meine Häuser im Kopf hier ausdenken. Sie hat sich in ihrem letzten Video schön erklärt. Dankeschön für die ausführliche Erklärung. Jetzt habe ich verstanden, was du da für Häuser baust. Und ich finde es eine geniale Idee, weil ich bin auch eine, die sagt, ach, dann könntest du noch den Kreuz mitnehmen, jenes Kreuz mitnehmen. Ach, guck mal, wenn du dreimal nach oben gehst, drei Löcher nach oben gehst, hast du so ein richtig Color Blocking, wo du dann direkt 200 sticken kannst. Und zack, so lande ich dann weiter, immer weiter nach oben. Und ich hasse es dann halt, Lücken zu füllen, Unmengen an Lücken. Und dann zieht sich die Seite ja ohne Ende. Und das, was deine Zuschauerin da gesagt hat, ist auch richtig. Finde ich auch sehr genial. Nur halt in den Häusern bleiben. Die Legende am Pattern Keeper nur so weit vergrößern, dass man nur diesen Bereich sieht. Dann verfällt man auch nicht der Versuchung. So. Ausfädeln reicht jetzt erstmal. Ich mache mir jetzt einen Kaffee. Gehe lüften, wie die liebe Desi das sagen würde. Lüften. Meine Lungenbrötchen essen. So ausgefädelt, das ist mein Ausfädeln. Anderes Ausfädeln komme ich nicht klar, aber das ist zu locker, Leute. Ich muss meinen Stoff dehnen, damit ich es besser erkennen kann, die Löcher. Ich werde meinen Bereich da, was ich sticken möchte, fotografieren. Ja, wo war jetzt oben und unten? Ich muss mir unten auch markieren. So war das, genau. Und jetzt zoome ich euch raus. Ha, ich erkenne schon meine Gypsy. Meine Gypsy ist zu sehen hier. Soll ich euch sagen? Ich weiß nicht mal auf der Legende, welcher Bereich das sein soll. Hier an den Titties, glaube ich. Ja, sehr gut zu erkennen. Wie, ihr erkennt es nicht? Ich sehe hier alles gerade. Augen, Mund, Haare, die Pflanzen, das Grünzeug um die Haare. So, damit ihr euch nochmal den am Stoff satt sehen könnt. Wunderschön. Wunderschön. Ich kann es echt nicht. So farbecht, wie es ist, so orangelich und antikmäßig, das kann man nicht zeigen. Echt nicht. Wo ist denn die Kamera? Was habe ich denn da?
Ach so, dieser Futzel, was ich gerade wegen dem Wirbel weggeschnitten habe. Leute, der Stoff ist an allen Ecken umsäumt. Schaut mal bitte, die Dame macht sich echt Mühe. Das ist an allen Seiten umsäumt. Ich liebe dieses Glitzern. An alle vier Ecken. Man braucht da nichts mehr zu machen, wenn ihr das bekommt. Ihr könnt lossticken. Mika Stitch, Wikis Kanal und Etsy Shop werdet ihr in den Kommentaren, in der Videobeschreibung sehen. Die erwähnten Online-YouTube-Kanäle, Stitchy Mama, die liebe Corinna, ihr Kanal Stickliesel werdet ihr auch sehen. Wikis Kanal heißt wie sie selber Wiki. Wiki. Auf jeden Fall, ich werde euch die Kanäle auch verlinken. Und freut euch auf mein neues Unboxing-Video. Dann auf Gypsy, Mirabilia Gypsy Teil 2. Was kommt noch? Ach ja, Sommerloch-Challenge. Vicky und Antje, das Video kommt auch noch. Danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Liebe Grüße aus der sonnigen Türkei. Eure Mine. Ciao.